bleibt wie dein Bier. Lebe dein Leben, geh deinen Weg, sei wie du bist. Bleib wie dein Bier. Natürlich, frisch, frei. Freiberger. Herbfrisches Pilz. Klick auf, meine sehr verehrten Damen und Herren. Braumeister Michael heißt Sie zur Premium-Bierführung hier in Freiberg. Herzlich willkommen. Ja, dass Freiberg die älteste Bergstadt Sachsens ist, das wissen ganz viele. Aber dass Freiberg auch die älteste Braustadt in Sachsen ist, das wissen ganz wenige. Der Braumeister Michael lässt die Geschichte mit heiteren Sprüchen und informativen Anekdoten lebendig werden. Mit bisher über 7000 erzählten Trinksprüchen und Bierwitzen sorgte er bei Reisegruppen, Firmenausflügen oder privaten Runden für einen Lacher nach dem anderen. Wer trinkt ohne Trinkspruch, der säuft. Das machen wir natürlich nicht. Wir fangen mit einem ganz kurzen Trinkspruch an. Nach Tageswerk und Mühen zu frohen Festen. Trink Heimatbier, das schmeckt am besten. Prost! Bei der Bierführung erfahren die Besucher Interessantes darüber, wie der traditionelle heimische Gerstensaft hergestellt wird. Zwischendurch muss natürlich die ein oder andere alkoholische Spezialität aus der Silberstadt probiert werden. Ja, und bevor wir natürlich über das Bier reden, müssen wir erstmal einen Fakt klären. Was ist Bier? Da gibt es viele schöne Dinge über das Bier. Bier ist Grundnahrungsmittel, Bier ist Medizin. Bier macht schön, oder haben Sie schon mal einen Mann gesehen, der sich schminken muss? Nein, das Heilige Konzil 817, das ist fast 1200 Jahre her, hat festgestellt, Bier ist ein christliches Getränk. Und damit wir auf dem Weg des Bieres vorwärts kommen, jetzt einfach mal mir nach. Rostig wird die Grubenschiene, wenn der Hund nicht drüber läuft, zornig wird des Bergmanns Miene, wenn er nicht ab und zu mal säuft. Bereits im Jahre 1227 gibt es hier in Freiberg ein Schrotamt. Und wissen Sie, was das war? Eine Bierbehörde. Nun müssen wir mal klären, wer war denn brauberechtigt in Freiberg? Außer dem Adel und der Geistlichkeit. Sie werden es nicht glauben, es waren die Bürger. Bürger in Freiberg konnte aber nur sein, wer Mann und Hausbesitzer war. Und die Bürger, die brauberechtigt waren, hatten sich am 29. September eines jeden Jahres, es ist im Übrigen der Tag des heiligen Michael, einzufinden im Rathaus. Die Braureihenfolge wurde gelost. Die Wanderung ging entlang der Burgstraße in Richtung Akademiestraße. Hier befindet sich das Gründungsgebäude der Bergakademie Freiberg. Und Sie werden es nicht für möglich halten, mit Gründung der Bergakademie ging der Bierverbrauch in Freiberg nach oben. Wir sprachen schon darüber. Bier war Grundnahrungsmittel. Der Bürger stattete also früh sein Frühstück mit einer Biersuppe. Bier wurde erwärmt und es wurde Brot hineingebrockt. Dazu gab es eine Freiberger Kanne, 0,9 Liter. Und da alle regelmäßig Bier tranken, fiel das gar nicht auf. Es gab ja nicht den Straßenverkehr wie heute. Keine Radfahrer, keine Autofahrer. Es konnte also nichts passieren. Wer mich bei der Führung bis jetzt ertragen hat, wird selbstverständlich belobigt. Wir verkosten jetzt einen Freiberger Bockbierbrand. Ich muss dazu sagen, das ist kein billiger Schnaps, sondern ist ein ausgezeichnetes Produkt. Und das probieren wir jetzt einfach mal gemeinsam. Dafür hat jeder seinen Krug bekommen. Das ist die Eintrittskarte. Und natürlich auch für die Verkostung des Bockbierbrandes brauchen wir diesen Krug. Und unser Trinkspruch für diesen Schnaps lautet: Trinke nie ein Glas zu wenig, denn kein Richter oder König kann von diesem Staatsverbrechen deine Seele ledig sprechen. Lieber ein zu viel getrunken und darauf in stiller Kammer Buße tun beim Katzenjammer. Prost! Prost. Inzwischen sind wir mit unserer Bierführung in der Korngasse angekommen. Auf dieser Korngasse, Ecke Fischerstraße, haben wir noch ein ganz wichtiges Gebäude, das Rote Einhorn oder Rote Hirsch. Und der hatte einen super Nachbarn in der Fischerstraße, direkt an der Ecke, Professor Lampatius. Sie wissen, der Erfinder der Gaslaterne auf dem europäischen Festland. Und wenn ich Berliner bei mir dabei habe, dann fangen die natürlich immer an mit Streiten und sagen, wir in Berlin oder in Linden haben doch eher die Gaslaterne gehabt. Wo ich sagen muss, nein, so war es nicht. 1811 brannte dort unten an der Ecke die erste Gaslaterne. Und in Berlin war es erst 1825. Und den Berlinern gebe ich dann noch einen ganz leichten Spruch mit auf die Reise. Gott schuf die Menschen und ließ sie wachsen. Dann kam der Teufel und schuf die Sachsen. Und sein besoffener Diener schuf die Berliner. Sie können sich vorstellen, meine Damen und Herren, da habe ich Freunde bis zum Schluss. Inzwischen sind wir an der alten Mensa, früher mal das Schwarze Ross. Und wer sich den Eingang vom Schwarzen Ross genau anschaut, das war früher mal eine Ausspanne. Wenn die Bauern zum Markt fuhren, stellten sie ihre Wagen auf dem Markt ab. Die Pferde durften nicht dort bleiben, die brauchten eine Unterkunft. Und hier im Schwarzen Ross,
eine von vielen Ausspannen, wurden die Pferde untergestellt. Es gab berühmte Leute, die in Freiberg studiert haben, unter anderem Alexander von Humboldt. Und interessant ist nachzulesen, Alexander von Humboldt war bei uns eingetragen als Ausländer, Studium selbst bezahlend. Ja, er war Preuße, damit war er in Sachsen Ausländer. Und es war selten für einen Preußen, dass er in Sachsen etwas bezahlt hat. Auf unserer Reise durch Freiberg, auf unserer Wanderung auf dem Bierweg, sind wir inzwischen am Fortunabrunnen angekommen. Und das Schöne an diesem Kunstwerk ist, dass der Künstler in den Fuß die Persönlichkeiten eingearbeitet hat, die sich um diese Stadt besonders verdient gemacht haben. Zwei möchte ich hervorheben. Das ist Markgraf Otto, später Otto der Reiche. Ohne ihn hätte es die Stadtgründung Freiberg nicht gegeben. Und unseren großen Künstler, unseren großen Orgelbaumeister Gottfried Silbermann. Von 1711 bis 1714 hat er die erste große Orgel gebaut hier im Freiberger Dom. Wir setzen jetzt unsere Wanderung der Peterstraße entlang fort bis zum Hilligerhaus. Es muss natürlich noch geklärt werden, wie viel Bier durfte jeder Freiberger Bürger brauen. Dazu hatten sich die Freiberger Stadträte etwas sehr Einfaches einfallen lassen. Steuern wurden nach zwei Größen gezahlt, nach dem Vermögen und nach dem Jahreseinkommen. Und wer am meisten Steuern zahlte, durfte am meisten Bier brauen. Es war aber eine Kann-Bestimmung, kein Muss. Und es gab ein Haus, einen Eigentümer von Freiberg, der durfte 7 Biere brauen, also 70.000 Liter. Und das war Hilliger. Hilliger, eine ganz alte Dynastie in Freiberg, die betrieben ein ganz seltenes und in Europa begehrtes Gewerbe. Es waren Glockengießer. Und wer Glocken gießen kann, kann auch Kanonen gießen. Und das war in Europa natürlich sehr begehrt. Er hat vorrangig in Österreich gearbeitet, in Graz. Und Hilliger braute in Graz nach freibergischem Muster Bier. Und seit dieser Zeit gibt es in Österreich gutes Bier. Tja, meine Damen und Herren, auf unserer Reise durch Freiberg auf dem Weg des Bieres sind wir angekommen am alten Brauhaus. Mitte des 19. Jahrhunderts, industriell-technische Revolution in Deutschland. Und ich werde oft gefragt, wo ging es los? Hier bei uns in Sachsen ist es losgegangen. Und wenn Sie früh erwachen und den Tag beginnen, dann beginnen Sie mit sächsischen Erfindungen. Sie gehen Zähne putzen und nehmen ein Wundwasser und Zahnpasta, sächsische Erfindung. Sie kochen sich einen Kaffee, die Filtertüte, seine sächsische Erfindung. Und wer keinen Kaffee trinkt, nimmt einen Teebeutel, auch das ist eine sächsische Erfindung. Und wer dann zur Tageszeitung greift, hat die nächste sächsische Erfindung in der Hand. Sie wissen ja, der alte Spruch, wir Sachsen, wir sind helle, das weiß die ganze Welt. Und stellen wir uns mal dämlich an, dann haben wir uns verstellt. Viele Erfindungen auf dieser Welt haben eine sächsische Grundlage. Und Mitte des 19. Jahrhunderts hatten die Freiberger begriffen, das Bierbrauen in den einzelnen Häusern ist nicht mehr zeitgemäß. Und gegen viele Widerstände hat man sich entschlossen, am 11. August 1850 das Kommun-Brauen-Malzhaus inklusive Schanklokal in Betrieb zu nehmen. Mit dieser Brauerei waren wir unheimlich erfolgreich. 1989 die politische Wende, 1990 kam zu uns eine Brauerei aus dem Baden-Württembergischen, und zwar Eichbaum, die haben uns geholfen bei der Modernisierung. Aber Sie wissen ja, das alte Brauhaus an der Grenze zwischen zwei Bundesstraßen, das Gelände lässt sich nicht erweitern. So hat man uns 1994 die Möglichkeit gegeben, eine neue Brauerei zu bauen. Im August 1994 war Grundsteinlegung, im Oktober 1995 die erste Maische eingebraut. Es ist heute die 37. größte Brauerei hier bei uns in Deutschland. Der Pilzverkauf in Deutschland Ost ist die Freiberger an 5. Stelle und in Sachsen an 3. Stelle. Und meine Damen und Herren, damit es so bleibt, gehen wir jetzt gemeinsam in das ehemalige Schanklokal, was heute der Brauhof ist, um das auch weiter zu festigen. Und hier endet unsere Bierführung mit einer dritten Bierverkostung und einem rustikalen Abendbrot. Der Bergmann und der Hüttenmann zu jeder Zeit ertrinken kann. Das war schon so in alter Zeit, wird bleiben auch in Ewigkeit. Prost, meine Damen und Herren. Bleibt wieder ein Bier, lebe dein Leben, geht deinen Weg, sei wie du bist. Bleib wie dein Bier, natürlich, frisch, frei. Freiberger, herbfrisches Pilz.